fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Wenn du so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Alles klar. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Geht in Ordnung.
Zustand. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Flügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem...
passiert? Bist du in Ordnung? Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet.
Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Mick kommt an die Box, Mick an der Box. Zum Teamkollegen? 9,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 6.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde.
holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen.
hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Abstand zum Teamkollegen liegt bei 5,0 Sekunden.
ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Und damit sind wir am Ende eines weiteren großartigen Rennens. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Wow, ohne Zweifel wurde das Rennen durch das Safety Car beeinflusst. Es war extrem wichtig, wie die heute erfolgreichen Teams auf diese Situation reagiert haben. Sie waren entschlossen und behielten ihre Strategie bei. Das war ihr Vorteil. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung und MP Motorsport wird den Siegerpokal erhalten. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Hat sich der Abstand an der Spitze für unseren Meisterschaftsführenden verringert. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecchi, wer dein Fahrer des Tages war. Es mag etwas unerwartet kommen, aber ich entscheide mich für Sergio Sette Camara. Er ist heute ein großartiges Rennen gefahren. Schnell, sauber, immer kontrolliert. Mehr kann man sich nicht wünschen. Prema hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Gewinn der Teammeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das Team. Auch das Team von MP Motorsport hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht.